Ja, schau mal genau. Wir sind alle außen und du bist noch angenommen, sonst passt. Super. Also, wir legen los mit in der Weihnachtsbäckerei. Ich glaube, das ist eines der berühmtesten Weihnachtslieder für Kinder. Und wenn ihr Lust habt, ihr könnt mit den Löffeln mitmachen oder einfach noch mitklatschen. Okay, das klappt alles. Also, los geht's. Ihr seht hier den Markus, der spielt Klavier, damit ich den Rest machen kann. Los geht's. Ich hoffe, ihr hört alles gut. Dann gebt mir mal einen Daumen nach oben. Okay. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat verschleppt? Ja, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran, Hände oder Löffel. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Kleckerei. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei und die Löffel. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manche Milch eine riesengroße. Schon lange gebraucht für die Weihnachtsplätzchen, die waren doch ein bisschen kompliziert. Genau, aber jetzt sind wir ja heute beim Nikolaus angelangt. Es ist so, natürlich ist auf dem Teller nicht nur eine Apfelsine oder eine Mandarine oder ein Apfel, nein, da hat es natürlich auch leckere Nikoläuse, ich habe heute auch reingekriegt. Genau, die sehen ungefähr so aus und die schmecken einfach unfassbar gut. Also es wird auch viel Schokolade natürlich in die Schuhe reingesteckt. Ja, da könnt ihr ihn sehen, den Nikolaus aus meinem Buch auch, der da nicht nur in Schuhe reinhängt, sondern auch in Socken. Und ja, es ist ein Brauch, dass man die Stiefel rausstellt. Der Nikolaus kommt normalerweise aber auch in echt vorbei. Und der weiß alles. Der hat ein großes goldenes Buch. Als ich ein Kind war, hatte ich echt immer richtig Angst, weil der wusste echt alles von mir. Ja, klar, weil ihm die Mama natürlich alles erzählt hat, dass ich mein Zimmer nicht aufräume, dass ich meine Hausaufgaben nicht mache und dass ich nicht Gitarre geübt habe. Ui, ui, ui. Ich habe alles wieder gut gemacht, weil ich ihm dann Gedichte vorgesagt habe oder ein Lied vorgesungen habe. Das fand der Nikolaus immer ziemlich cool, wenn man ihm Musik gezeigt hat oder vorgespielt hat. Und eins der berühmtesten Nikolauslieder, das es auf der Welt und in Deutschland auf jeden Fall gibt, ist: Lasst uns froh und munter sein,
Und am Ende heißt es genau das, was ihr gesagt habt. Niklaus ist ein guter Mann, dem man nie genug danken kann. Und liebe Nadja, wenn du so lieb wärst, dann würde ich jetzt meinen Bildschirm freigeben. Ich weiß nicht, ob du mir das schon, ich glaube, nein, du musst es noch aktiv ein bisschen. So, genau. Ich habe viel mehr Strophen gemacht, als man eigentlich kennt. Wichtig ist, dass es immer lustig, lustig, tralalala heißt. Und das üben wir jetzt mal kurz. Und dann geht ihr einfach Strophe für Strophe. Moment, ich muss meine Löffel kurz holen. Ja, da sind die Löffel. Und wir machen mal, seht ihr hier an der Stelle, ich zeige es euch mit meiner Maus, ich hoffe, ihr seht die. Hier ist es lustig, lustig, tralalala. Und das kommt in jeder Strophe und das üben wir zusammen. Und genau an der Stelle nehmt ihr die Löffel wieder. Und lustig, lustig, tralalala. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend. Da habe ich nämlich einen Fehler gemacht, als ich es reinkopiert habe, weil der ist ja nicht bald da, sondern er ist ja heute. Deshalb seid bitte so flexibel und singt mit mir nicht bald, sondern heute. Habe ich vergessen, da war ich zu früh dran. Wir probieren es nochmal. Lustig, lustig, tralalala. Okay? Aber das klappt garantiert mit allen. Markus macht ein kleines Intro und dann lege ich los und ihr singt die Strophen alle schön mit. Egal, wo die Kinder hingehen, ob sie in Kindi gehen, in den Kindergarten oder in die Schule. Also, ihr singt einfach mit der Einrichtung, in der ihr seid. Ich suche mir heute mal den Kindi aus, ihr dürft gerne die Schule nehmen. Und bald ist unser Kindi aus, dann ziehen wir vergnügt nach Haus. Lustig, lustig, tralalala. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend da. Genau, und das Lied ist so alt, dass ihr seht, da geht es um den Teller, der jetzt aufgestellt wird. Und nicht so, wie wir das heute insgesamt machen mit den Schuhen. Aber wir singen trotzdem vom Teller. Und dann stell ich den Teller auf. Niklaus, leg Gebiss was drauf. Und lustig, lustig, la 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 la. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend da. Steht der mit. Das finde ich ganz toll. Ja, jetzt möchte ich euch kurz erzählen, und zwar mit diesem Bild, warum der Nikolaus eigentlich etwas in die Socken oder Stiefel steckt. Ihr seht auf dem Bild, ich hoffe, das könnt ihr gut sehen, drei Mädchen. Und diese drei Mädchen, die waren sehr, sehr traurig, weil ihr Papa hatte gar kein Geld. Und das kennt ihr vielleicht auch. Wenn man heiratet, muss eine Mitgift mitgegeben werden, also Geld. Und der Papa hatte kein Geld und deshalb, also ihr müsst euch vorstellen, diese Geschichte spielt
200 Jahre nach dem Tod von Jesus, ja. Und der Papa hatte kein Geld und es sah so aus, als müsste er seine Kinder verkaufen, weil er kein Geld hat. Und der Nikolaus, der hat es gehört, wie die ganz, ganz traurig waren und ja, natürlich wollten die nicht verkauft werden. Da wartete ein sehr, sehr schlimmes Schicksal auf sie. Also alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, vom Versklaven und was auch immer. Und die Mädchen haben das sich erzählt, als sie gerade ihre Wäsche aufgehängt haben. Und als sie am nächsten Tag ihre Wäsche reinholen wollten, waren ganz viele Goldstücke in ihren Socken drin. Und dann waren sie sehr, sehr glücklich. Und der Papa auch, weil er die Kinder nicht verkaufen musste, sondern weil die tatsächlich dann auch jemand heiraten konnten und so gut untergebracht waren. Der Nikolaus, der hatte sehr viel Geld. Der hat nämlich Geld von seinen Eltern geerbt. Aber anstatt sich ein schönes Leben zu machen, hat er sein ganzes Geld verschenkt. Und das seht ihr heute auch, das ist ein Erinnern an den Nikolaus. Deshalb verschenken wir auch Dinge am Nikolausfest, weil wir sagen, wir wollen euch was Gutes tun, euch Kinder, wir wollen euch nicht vergessen. Der Nikolaus denkt ganz arg an die Kinder. Das ist das Allerwichtigste. Und wahrscheinlich ist er deshalb auch bei den Kindern so arg beliebt, weil er einfach an sie denkt. Ja, ich fahre mal zum nächsten Bild nach unten. Das heißt, da fängt der Friede an und da könnt ihr rechts auch mal Nikolaus sehen. Und da will ich euch noch kurz was sagen, denn der Nikolaus, der unterscheidet sich ganz arg vom Weihnachtsmann. Ja, der Nikolaus, der war nämlich ein Bischof und das könnt ihr erkennen hier an seinem Hirtenstab, den er da hat und an der Mitra, die er trägt. Ja, also seine Bischofsmütze, die heißt Mitra und hier ist sein Hirtenstab und das ist ein Zeichen dafür, dass er auch wie Jesus eben ein Hirte von Menschen war und an Menschen gedacht hat. So kann man die beiden unterscheiden, ja. Den Weihnachtsmann, der auch rot-weiß gekleidet ist, aber keinen Hirtenstab hat und keine Mitra, sondern eine Zipfelmütze. So, jetzt habe ich das auch mal erklärt, dann wisst ihr da auch ein bisschen was davon. Genau. Was muss man zum Nikolaus sagen? Der Nikolaus, der war ein unfassbar toller Mann, weil er nicht nur den Menschen sein ganzes Geld geschenkt hat, sondern weil er sehr wortgewandt war und sehr gut reden konnte. Hier seht ihr mal ein Bild. Der Nikolaus hat nämlich einen Krieg verhindert. Der hat das geschafft, dass Soldaten, die sehr, sehr wütend waren, weil sie kein Geld bekommen haben, ja, da standen sich dann zwei Heere gegenüber aus Rom und die Söldner und die hatten kein Geld bekommen und die waren sehr wütend und dann hat jemand den Nikolaus gerufen. Und der hat es geschafft, dass die dann noch bereit waren, ihnen so viel Geld zu geben, dass sie sich was zu essen kaufen konnten. Und aus dieser Botschaft raus ist von mir dieses Lied entstanden. Das heißt, da fängt der Friede an. Da musst du auf jeden Fall ein Ton tiefer sein. Und zwar, weil das für mich der größte Wunsch für die ganze Welt eigentlich ist, Friede. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ich glaube nicht, dass es damit anfängt, dass Frau Merkel oder der Herr Putin oder ich weiß nicht, wer irgendwas tut, sondern dass wir ganz kleine Schritte aufeinander zugehen. Und davon erzählt dieses Lied. Ja, also wenn jemand anfängt zu reden, wo andere böse sind, dann kann das helfen. Wenn jemand schweigt, wo zu viele Worte sind, kann das helfen. Wenn einer zu denken beginnt, weil jemand Fragen nicht beantworten kann, hilft es. Wenn jemand handelt, um anderen zu helfen, hilft es. Und manchmal hilft es auch, wenn jemand zu beten beginnt, wenn es so krass schlimm ist, dass man nicht mehr weiter weiß. Okay. Ja, dann versucht ihr mir mitzusingen. Also ich würde jetzt mal mit der ersten Strophe starten. Der Markus spielt es uns einmal vor, dass ihr es euch mal anhören könnt. Ist ja auch kein bekanntes Lied. Soll auf Erden sein. Ja, wenn ihr hierher schaut, an der Stelle.
Stelle, da fängt der Frieden, das kommt immer gleich. Ja? Ich singe nochmal die erste Strophe für euch und vielleicht schafft es schon mitzusingen. Bei dem einen oder anderen sehe ich schon, dass er toll mitmacht. Okay? Oh. Wenn einer zu reden beginnt, wo Fronten verhärtet sind, da fängt der Friede, da fängt der Friede an. Friede, Friede soll auf Erden sein. Das wünsche ich mir einfach für die ganze Welt, dass ganz viel Frieden ist. Und das können wir auch schaffen, mit ganz kleinen Schritten, indem wir einfach da, wo wir mit Kindern arbeiten, Vorbilder sind. Und ich glaube, das macht ihr ganz bestimmt ganz toll. So, jetzt gehe ich eins weiter. Und jetzt wird der Markus ein bisschen überrascht sein, weil ich ihm nicht gesagt habe, dass es dieses Lied kommt. Aber er kann ja schon mal suchen. Und zwar, es klopft an meiner Tür. Genau. Das habe ich gemacht, weil es für Kinder immer schön ist, wenn sie Gesten und Geschichten mitmachen können. Und tatsächlich ist es ja so, dass der Nikolaus im Kindergarten und in der Schule einfach immer die Türe klopft. Ja, ich möchte aber davor noch kurz die Geschichte erzählen, der Nikolaus und die Seefahrer. Also ihr seht den Nikolaus da stehen, der winkt den Seefahrer hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Nikolaus ist auch der Schutzpatron von allen Seefahrern. Und zwar hat es einen sehr ernsten Hintergrund. In Myra, also das ist die Stadt in der Türkei, in der Nikolaus gelebt hat, gab es eine Hungersnot und es gab nichts zu essen mehr. Und zwar, weil es so arg geregnet hat, dass das ganze Weizen, alles ist verdorben. Ja, das ist was, das kennen wir auch. Wenn der Sommer verregnet ist, dann wird es im Brot knapp und oder es wird einfach teurer. Ja, und eines Tages kam ein Schiff in die Nähe von Myra. Das ist nämlich eine wunderschöne Hafenstadt an der Südküste der Türkei gewesen. Und der Nikolaus ist zu denen hin und hat gesagt, Leute, ich brauche unbedingt was zu essen. Bei mir verhungern alle Kinder. Und die haben gesagt, ja, tut uns leid, das Korn, das wir hier an Bord haben, das ist für den Kaiser Maximus. Und wir geben dir nichts, weil wenn wir dir das Korn geben,
Ja, das überleben wir nicht, ne? Weil der Maximus, der will das ganze Korn natürlich für sich. Und der Nikolaus hat zu den Seefahrern gesagt, ich verspreche euch, wenn ihr mir Korn gebt, dann wird euch nachher, wenn ihr Maximus mit dem Schiff da reinfahrt in den Hafen, kein einziger Sack fehlen. Ich verspreche es euch. Das war schon ziemlich mutig von dem Nikolaus, weil der natürlich, also er hat sich das getraut und hat es dann auch gemacht. Und die Seefahrer haben dann auf den Nikolaus vertraut. Viele von ihnen haben sich auch taufen lassen, weil die den Nikolaus da als sehr, sehr, sehr sympathischen Menschen einfach wahrgenommen haben, weil er immer erzählt hat, dass es wichtig ist, auf andere zu achten und Nächstenliebe zu leben. Also haben sie das Korn da gelassen und sie sind losgefahren und die Leute waren natürlich glücklich, weil die konnten entweder Hirsebrei kochen und einfach was essen. Und dann sind sie zum Kaiser Maximus gefahren und als sie ausgeladen haben, hat tatsächlich kein einziger Sack gefehlt. Und das ist das Wunder, das man dem Nikolaus zuschreibt, diese wunderbare Kornvermehrung. Deshalb ist er auch heilig gesprochen worden, weil er dieses Wunder bewirkt hat. Erstmal hat er die Menschen gerettet und die Seefahrer hat er auch gerettet. Und die Seefahrer waren so begeistert, dass sie dann ihn zu ihrem Schutzpatron ernannt haben. Genau. Und jetzt gibt es den Song, es klopft an meiner Tür und ihr seht schon, klopf, 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 klopf. Das heißt, da sollt ihr klopfen und bei Erschreck, oh, sollt ihr so gucken, als seid ihr erschrocken und hallo, da winkt ihr eben zu und hurra, da jubelt ihr und lala, da singt ihr und bei klatsch, klatsch, klatscht ihr. Auf Wiedersehen, sagt ihr adieu, adieu, oh, oh, da sind wir traurig. Ich mach's gut mit, vielleicht singen wir es zweimal, dann versteht ihr vielleicht besser noch, was ich meine. Los geht's, Markus, spiel mal irgendwas vor. Gehst du einfach zwei Töne tiefer damit? Ja. Es klopft an meine Tür. Den Kindern unglaublich viel Spaß, wenn sie nebenher auch noch ein bisschen Theater spielen dürfen. Okay, zwei, und oh. Es klopft an meine Tür. Klopf, 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 klopf. Wer will da was von mir? Oh, Schreck, oh, Schreck. Der Nikolaus, der Nikolaus ist hier. Er kommt zu uns herein. Hallo, hallo. Will jetzt bei uns sein. Hurra, hurra, der Nikolaus ist hier. Wir singen ihm ein Lied, la la, la la, es klatschen alle mit, klatsch, 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 klatsch. Jetzt muss er leider gehen.
ihr ganz toll gemacht. Spitze, wie ihr mitmacht. Klasse. Ja, und jetzt zum Schluss, bevor ich euch noch erzähle, und zwar hat mir mein Buch weggeworfen, Moment kurz. Ja, vor lauter, dass ich beide Hände brauche, war ich einfach ein bisschen so, dass ich einfach alles weggeworfen habe. Ja, eines Tages, das seht ihr am Ende, dieses schöne Bild nochmal, wo ihr alles erkennen könnt, was den Nikolaus ausmacht, seine Bischofsmütze und sein Stab, genau. Eines Tages hat der Nikolaus gemerkt, dass sein irdisches Leben jetzt zu Ende geht. Da hatte er gar keine Angst, weil er hat sich auf den Himmel gefreut, weil er wusste, das wird schön für ihn da. Und er hat so ein erfülltes Leben gehabt und so vielen Menschen ist er begegnet. Und er hat auch ganz, ganz vielen Menschen geholfen. Ja, sein ganzes Leben lang war er nämlich nur für andere Menschen da und es gab für ihn nichts Wichtigeres als das. Er wurde in der Kirche beigesetzt und ganz schnell nach seinem Tod hat der Papst gesagt, es war ein wichtiger Mann, den möchte ich heilig sprechen. Ja, und genau deshalb denken wir jedes Jahr an den Nikolaus am 6. Dezember. Und dabei geht es nicht nur um Geschenke, sondern dass man auch ein bisschen drüber nachdenkt, wie kann ich jemand anderem was Gutes tun. Vielleicht auch einfach, wenn ich mal im Streit sage, ist okay, lass uns jetzt einfach nicht streiten. Oder wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, dass ich ihm einfach zur Seite stehe. Ja. Oder indem ich ein Friedensstifter bin, indem ich zwei Menschen sehe, die streiten und einfach hingehe und sage, Leute, lass uns doch heute einfach nicht streiten. Heute ist der 6. Dezember. Ja, lasst uns einfach ein bisschen an Nikolaus denken. Es betrifft vielleicht auch uns Erwachsene, ja, dass wir da den Kindern ein Vorbild sind, weil Nikolaus war wirklich ein unfassbares Vorbild, das nicht nur davon abhängt, dass man etwas schenkt, ja, sondern ihr habt ja gehört, er hat Frieden gestiftet, er hat Menschen das Leben gerettet und das sind ganz wichtige Dinge und die können wir im Kleinen eben auch tun. Ja, und ganz zum Schluss habe ich jetzt für euch noch ein Lied. Das erzählt ein bisschen auch davon, was der Nikolaus an dem Tag alles macht und wo er herkommt. Ich verwende das immer, um den Kindern zu erzählen, dass der tatsächlich in der Türkei geboren ist. Ich habe auch viele türkische Schüler zum Beispiel. Die sind dann unfassbar stolz, dass der Nikolaus, und viele von denen auch toll finden, dass der aus der Türkei kommt. Und ja, das verbindet uns dann auch wieder miteinander. Ja, das ist so ein bisschen meine Devise. Lass uns mehr danach schauen, was uns verbindet und nicht dahin, was uns trennt. Ja, das ist mir wichtig. So, ja, der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Dann schauen wir nach links. Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer. Also probieren wir zusammen. Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer. Und das versuchen wir jetzt mal mit Tönen, okay? Also mit dem legen wir los. Oh. Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Er ist, weiß Gott, ein guter Mann, er kennt ein jedes Kind. Und wenn er an die Türe klopft, dann mach ihm auf Geschwind. Jetzt kommt der Refrain wieder und der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Wenn er einen dann besucht, hat er immer einen ganz großen Sack dabei mit Geschenken. Und um das geht es jetzt in der zweiten Strophe. Und öffnet er dann seinen Sack und schenkt dir dies und das. So ist das wohl, mein liebes Kind, für dich ein großer Spaß. Der
Refrain wieder. Oh, der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Und stürmt er dann zum Haus hinaus mit Husten und Gestöhn. So ruf ihm schnell noch hinten rein. Hallo, ich dank auch schön. Der Refrain nochmal. Oh, der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Schluss machen wir so einmal. Eins, zwei, drei. Oh, der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Der Nikolaus, wo kommt denn der bloß her? Aus Afrika, Amerika oder vom Roten Meer? Naja, nächsten ist am Nikolaus natürlich das Rote Meer, ne? Dass ihr da dran denkt. Genau, die Türkei liegt da ja nicht so ganz weit weg. Ne? Wobei die meisten Kinder erstmal denken, der kommt doch aus Amerika oder vom Südpol. Nein, unser Nikolaus, der kommt aus Myra, aus der Türkei. Genau. So, dann stoppe ich jetzt mal meine Bildschirmaufnahme. Freue mich. Ah, Arian hat einen Nikolaus dahin gemacht. Super, mit allen Merkmalen, die so ein Nikolaus haben muss. Genau, du hast sogar den richtigen Mantel und alles dabei. Wow, super. Und ein liturgisches Gewand. Spitzenmäßig. Toll. Ja, also ich wäre jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und immer wieder, das schicke ich vielleicht, dann hat er noch zu, ich singe immer wieder mit Kindern auch bei Zoom. Und ich kann auch sein, wenn der Markus Zeit hat, dass wir an Weihnachten vielleicht auch noch was für Kinder machen am Vormittag. Dann würde ich der Nadja einfach die Infos schicken. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr da einfach mit dazukommen. Übrigens, auf meiner Homepage gibt es einen interaktiven Adventskalender. Da könnt ihr jeden Tag ein Türchen aufmachen mit Musik, mit mir. Jeden Tag gibt es eine Geschichte, ein Lied, eine Body Percussion, kurze Reime. Also schaut euch das an, das ist kostenlos auf der Homepage. Einfach die Türchen aufmachen. Ihr habt jetzt schon 6 Türchen, die ihr anschauen könnt. An jedem Tag öffnet das neue Türchen. Und also, wenn ihr Spaß habt mit mir und Musik machen wollt, freue ich mich, wenn ihr da hingeht und euch das anschaut. Es gibt überall auch kostenloses Material im Downloadbereich. Da könnt ihr euch Arbeitsblätter und so noch runterladen und die Liedblätter. Also gar kein Problem. Ich freue mich, wenn ihr das macht. Okay? Also Nadja, dann spiele ich dir den Ball zurück und sage, juhu, bist du wieder am Ziel. Ja, ich habe den Ball gefangen und ich bin so froh, dass ich mit dir oder mit euch zusammen diese Zeit verbracht habe. Wir haben gesungen, wir haben ein kleines Theaterstück gehabt. Wir werden sogar auch Weihnachtslieder mit Ellen auch in ein paar Wochen vielleicht, aber du vergiss uns nicht und schickst die Informationen.